Hallo meine Lieben, bei uns hat es gestern Abend geschneit. Oder wann hat es denn zum Schneien begonnen? In der Früh? Keine Ahnung. Deswegen wollten die Kinder ganz früh schon raus. Und es schneit sogar weiter. Es schneit! Schaut mal, kleine Luisa. Schneit's, Luisa? Ja. Schick mal kurz. Ja. Der ist gar nicht warm. Hier ist der warm. Der macht meinen Schnee nicht. Mach meinen Schnee nicht kalt mit deinen Händen, meinen Kaffee. Jetzt sind meine Hände warm geworden. Ja. Ja. Der Teenager-Hahn. Wir haben nämlich hier die Hühner. Wisst ihr noch? Wir hatten mal zwei graue Küken. Das sind diese zwei hier. Das sind Hennen. Und dann haben wir zwei schwarze. Bitte nicht, Lara, aber ich habe keine Skihose an. Und die zwei schwarzen Küken sind Hähne beide. Hat der Papa dich abgeschossen? Ja, aber der Schnee ist urhart. Wo ist die Luisa? Es schneit weiter. Nein, ich habe keine Skihose an. Ungemein. Rache. Was? Rache. Der Schnee ist auch urhart. Na geh. Doch. Auf Sophie? Die Sophie und die Emmy schauen sich schon so verdächtig an. Baba. Hey, Baba. So, ich stelle mich daher. Ich bin Leo, okay? Ich bin bei Leo. Ich darf nicht angeschossen werden. Was? Ja. Ich finde es so schön, wie die Hunde auch spielen. So, abfangen. Wow, super. Emmy, Schaffi, Emmy, was macht ihr denn? Ihr wollt machen meine Mädels. Das Baby ist übrigens noch im Bauch, wie ihr sehen könnt. Also die Kugel ist noch da. Heute, ich muss aufpassen, der Papa schießt hier mit Schneekugeln. Heute sind es noch 2 Tage bis zum errechneten Geburtstermin. Gell? Schauen wir mal, wann er kommt. Papa hofft auf morgen. Ja? Papa. Was macht der Papa? Papa. Jetzt sind wir da vor unser Haus gegangen und jetzt fahren die Kinder hier runter. Na, die Michelle, ha? Schaut euch an, die 3 kleinen Kinder, die jetzt Schnee essen. Lecker. Welchen Geschmackssorte hast du erwischt? Yay! Hör mal, welche Geschmackssorte hast du erwischt? Das war Zitrone. Aha, aha. So, es ist schön, wenn man mit 39 noch so eine Fantasie hat. Schau du mal weg. Ja. Yay! Ich bin schon urkalt. Wie lange bleiben wir noch? Bis eure Nasen abfrieren, oder wie? Ist euch kalt? Ich habe mir einen Kaffee mit rausgenommen, der ist mittlerweile zum Eiskaffee geworden. So kalt ist der. Falls ihr nochmal Papa oder der Papa gönnt sich auch eine Runde. Der Papa, oder?
Sollen wir dich schieben, Papa? Pass nur auf, dass du nicht umfallst, kleine Mausi. So, wir sind jetzt wieder im Haus und essen Porridge. Die Kinder wollten so schnell raus, dass wir es gar nicht geschafft haben zu frühstücken. Und jetzt frühstücken wir mal in Ruhe. Jetzt sind wir brunchen, weil es ist schon später. Und ja, lecker Porridge. Und die Sophie, die bettelt uns hier auch an. Aber Sophie, wir haben nur Porridge. Sie mag auch Porridge. Oh. Wir haben nicht, was du hier denn isst. Wir haben nicht. Gibt es aber Papaya in Leckerli? Wow, stinke. Leckerli. Papa, dieses Leckerli riecht nach Durchfall. Das ist brutal. Und dann mal sie will sie im Mund nehmen. Na, oh ja, ich glaube schon. Umso ekelhafter es riecht, umso geschmackiger ist es für die Hunde. Ich muss meine Hände machen. Sabi, lecker? Emmy. Wir haben uns mittlerweile ins Wohnzimmer verkrochen. Zwei kleinen Spielen. Die Lara spielt Aquabeats und die Luisa macht Puzzle. Und der Papa ist der Puzzle-Assistent. Mama, oder? Ich sortiere alle. Was exportierst du? Ich sortiere, Also, und ich schneide ein Video. Oder bin ich schon fertig? Was er gesagt. Ja, Mama, ja. Und ich mache ein Küken. Du machst ein Küken? Schön. Und wie gesagt, ich habe jetzt den Vlog für heute fertig geschnitten und werde ihn jetzt gleich exportieren. Du bist jetzt noch in Nikolaus-Stimmung. Lustig, lustig, tralalalala. Bade ist Nikolaus. Bade ist Nikolaus. Zum Schneien hat es aufgehört, Papa. Aber vielleicht kommt der Nikolaus. Bitte sag, verbreite keine Fake News. Ja. Was passiert? Was passiert? Ich glaube, irgendwas ist runtergefallen. Ist runtergefallen? Ich habe übrigens wieder. Ja, Baby? Ja, schmilzt wieder weg. Aber das schneit heute Nacht wieder, glaube ich. Glaubst du? Mal schauen auf dem Handy. Nein. Ach so? Der Papa hat den Tisch geschoben, Lara, der ist von selber umgefallen. Oh. Ja, und babymäßig, bauchmäßig habe ich jetzt schon ein paar Wehen gehabt. Also so zwei, drei, die ein bisschen zum Veratmen waren. Aber noch nicht ein Indiz dafür, um jetzt uns fertig zu machen. Vor allem der Papa ist noch müde. Papa ist noch müde, der braucht noch ein Mittagsschläfchen, bevor das Baby kommt. Vor allem, wir wollen ja, dass das Baby morgen kommt. Oder wow, das heißt, heute noch habe ich Bettruhe. Und Mama, wie wann schneit's? Freitag wieder, 40%. Aber es wird kalt die Tage. -4, -4, -5. Ach cool, jetzt habe ich schon wieder so eine Weh. Vielleicht kommt sie am Abend, wie du sagst. Ich habe so ganz leichte Wehen. Also der Bauch wird dann einfach hart. Hey, ich bin schmutzig und sie, ich sehe es nicht. Ich habe es jetzt in der Kamera. Komm, ich mach's auf. Wenn wir über Nikolaus gesungen haben, dann muss auch irgendwas. Oh. Nur dazu geben, damit wir richtig in Stimmung kommen. Die ganzen Zuckerstangen vom der Torte. Lass uns froh. Wunder sein. Wie geht's weiter? Na, 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 nicht so textsicher, die Kinder. Hä? Kann ich mal singen? Wenn ich schlafe, dann träume ich. Bringt da Nikolaus was für mich. Oh. Lustig. Lustig, lustig. Schalala, schalala. Heute ist Nikolaus Abend da. Oh, mein Herz. Heute ist Nikolaus Abend da. Sehr gut. Toll gemacht. Mittlerweile sind wir schon wieder beim Kochen. Draußen wird es auch schon langsam dunkel. Und wir machen gerade Rindgulasch. Hier in der Grubs Cook for Me, weil es da mega schnell geht. Also, weil es ist ein Schnellkochtopf. Also der kocht unter Druck und dann geht es super schnell und dann wird das Gulasch richtig, richtig zart und das schmeckt uns so am allerliebsten. Deswegen mache ich das gerne immer hier in der Grubs Cook for Me. Sonst nutze ich es ja fast kaum. Aber wie gesagt, Gulasch muss immer da drin gemacht werden. Jo. Hier schwitze ich jetzt mal die Zwiebeln an. Mhm.
Und fertig ist unser Gulasch aus dem Schnellkochtopf für 35 Minuten, also Kochzeit. Bitte? Für die Kinder haben wir es ein bisschen zermalt. Wir haben übrigens das erste Mal mit Kartoffeln. Was? Noch essen? Muss ich dich füttern wie ein kleines Baby-Bubu? Ja, was hast du mal gegessen? Gib mir das Haus bitte. Mit Spätzle, Michel. Du. Und wie schmeckt es mit Kartoffeln? Mit dem Salz. Papa, wie schmeckt es mit Kartoffeln? Sehr gut. Ja, ich denke, ja, ja. Aber da du da die Kartoffeln keinen Salz gehabt hast, brauchen wir nicht. Aha. Aber lecker. Aber es schaut lecker aus und es schmeckt super lecker. Hey, meine Lieben, ich wollte mich jetzt eigentlich mal vom Vlog verabschieden. Wir haben jetzt Abend gegessen und ich und der Papa haben uns hier ins Schlafzimmer zum Fernsehen verzogen. Wir wollten unsere Serie weiterschauen. Aber die zwei Kleinen sind auch nachgekommen und die Sophie. Lara. Wo ist die Sophie? Hm? Wo? Ich hab mich versteckt. Und die kleine Emmy ist auch da. Hier ist sie auch nicht am Bauch. Emmy. Emmy läuft. Sie schauen The Wilds auf Amazon Prime. Und die zwei Großen, die spielen Monopoly. 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 Also sogar am Brettspiel, weil sonst spielen sie das auch gerne auf der Playstation, aber jetzt auf. Die wollten das mal so in real life. What happened? Der Papa ist hier beleidigt. Die Lisa mag nicht, die liegen. Na gut, mein Lieben, wir genießen jetzt ein bisschen unseren Abend. Baby ist noch im Bauch, alles ruhig. Morgen habe ich einen Krankenhaustermin, CTG. Mein erstes CTG wahrscheinlich. Und es bleibt spannend. Wie immer noch, es bleibt immer spannend. Na gut, bis morgen dann.